So, wir sind anscheinend live. Es wird mir eben erst später angezeigt, wie gesagt. Ja, moin. Hades gibt's heute. Ich muss vielleicht gar nicht so schreien. Auf jeden Fall, heute gibt's Hades. Ich habe seit 8 Monaten nicht mehr gespielt. Also inzwischen ist es ja Full Release 1.0. Ich habe die letzten zwei Updates auch nicht gespielt. Also bin ich gespannt, was Neues dazugekommen ist. Ich glaube, der Sound ist so okay. Ja, ist vielleicht sogar ein bisschen leise. Könnt ihr mir gleich, falls einer zuschaut, in den Chat schreiben, falls ein bisschen Action ist gleich. Ich habe anscheinend. Ist das hier Ebene 1? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ebene 3 oder. Nee. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich wohl einen Run angefangen. Und da sind wir jetzt drin. Mit Viereck schieße ich. Ich muss mal kurz nochmal die Steuerung checken. Mit X. Okay, mit Kreis schieße ich. Werfe ich irgendeine Klinge? Ach ja, Kreis ist die Fernkampfattacke. Update. Okay. Wie lade ich nach? Nein. R3. Holy shit. Also, ich spiele mit dem PS4-Controller. Und ja, Hades ist ein Roguelite. Man spielt den Prinz des Hades, oder von Hades, im Hades. ich glaube, Zagreus heißt er, wenn ich mich nicht täusche. Er will einfach aus der Hölle ausbrechen. Das Spiel ist halt sehr interessant, weil man kann sehr viel mit allen NPCs sprechen. Man hat immer wieder neue Dialoge. Sei es, wenn man ihnen Geschenke bringt, die Beziehungen tiefer machen oder wenn man irgendwas geschafft hat in der Story oder halt irgendeinen Boss besiegt hat oder auch nicht besiegt hat, dann reagieren die da auch drauf. Also sehr viel Vielfalt in den Dialogen auf jeden Fall. Das ist so die Stärke des Spiels, würde ich sagen. Nicht unbedingt nur das Gameplay, auch die Charaktere und die. Oh. Ja, halt die Verhaltensweise der Charaktere, wie man mit denen umgehen, also wie man mit denen reden kann. Oh Gott. Und der ist ein bisschen leise. Muss mal kurz. Was fehlt denn hier? Ein bisschen so, ein bisschen so. Oh Gott. Okay, vielleicht auch nicht so viel. So reicht. Ist gar nicht so laut in-game. Hä? Okay, wahrscheinlich sterbe ich gleich, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier irgendwas tue. Ich weiß gerade nur ausweichen und schießen, aber irgendwie. Vielleicht habe ich auch gar nicht die extra Fähigkeit, die ich mir gerade denke. Aber man kann das natürlich. Ich meine, das spielt ja griechische Mythologie. Meistersohn des Hades. Natürlich gibt es auch alle anderen Götter des Olymp. Und die kann man hier treffen und dann. Fähigkeiten von denen erlangen, weil die auch wollen, dass man rauskommt aus dem Hades. Weil man, ich glaube, die Quest ist so gesehen, dass man die Mutter findet. Glaube ich. Ist schon eine Weile her. Und das Spiel ist sehr knackig. Ich habe es bisher nicht einmal rausgeschafft aus dem Hades. Es geht auch wohl storytechnisch weiter, auch wenn man einmal rauskommt und wieder dann halt zurückkommt. Aber ich habe es bisher nicht einmal geschafft rauszukommen. Ich bin immer an so einem. Spätestens an so einem Doppelboss gestorben. Ich weiß gar nicht, in der vorletzten Ebene. Vielleicht. Ich glaube nicht in der letzten, in der vorletzten. Auf jeden Fall haben wir gleich diesen Spawner endlich erledigt. Das ist halt ein Elite-Gegner, der 2 Lebensanzeigen. Ah ja, jetzt, okay. So. Jetzt haben wir den Raum sozusagen geschafft. Jetzt bekommen wir die Belohnung, die wir vorher gesehen haben, bevor wir in diesen Raum sind. Und zwar. Goldmünzen? Ups, R1. Auf jeden Fall, ich muss echt ein bisschen lauter machen. Hier klingt das so richtig laut, aber ist gar nicht so. Ein bisschen so. Damit ihr auch was hört. So jetzt. Ja, jetzt klingt das schon viel besser. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall. Boah, ich habe vergessen, was dieses Symbol bedeutet. Man muss sich halt die Symbole merken, um zu wissen, was man als Belohnung bekommt.
Ich glaube, oben ist eine Fähigkeit von Hermes, weil das so ein Flügelsymbol ist. Und unten, ich glaube, der Hammer verbessert die Waffe. Na, machen wir das. Ich weiß gerade nicht mehr, was das andere genau ist. Ist der Stream leise? Also ich habe jetzt ein bisschen lauter gestellt, das Spiel. Also die Sounds sollten, die Soundeffekte sollten gut sein. Ansonsten kannst du gerne mal deinen Output lauter stellen, falls das nicht zu laut werden würde im Vergleich zu allem anderen, was du sonst hörst. Und dann bin ich echt zu leise. Eigentlich passt das immer, finde ich. Ich habe nichts geändert an meinen Settings. Okay, langsam komme ich rein. Ich weiß noch, ich habe diese Waffe gerne, also ich spiele die gerne, das weiß ich noch, weil die ziemlich gut ist. Und den Bogen spiele ich auch gerne. Weil Nahkampfattacken oder Waffen sind halt natürlich etwas riskanter als Fernkampf. So ein bisschen werfen die den Shit hier. Gott. Ihr seht unten links, ich habe 12 Schuss im Magazin. Mein Leben. Yes. So, das war jetzt. Ja. Nee, doch. Deine Spezialität dreimal in schneller Folge einsetzt. Das ist ziemlich gut. Drücke Dreieck, um die besondere. Ach, Dreieck war das. Ja, okay. Dein Angriff ist schneller und präziser. Du hältst plus 6 Munition. Oh mein Gott. Das ist ja richtig gut. Schießt 5 Geschosse, aber jedes. Na, ich weiß nicht, Dreifachbombe oder Feuergestöber? Mehr Munition? Oder. Meine Spezialität. Jetzt wüsste ich ja gerne, was das nochmal war. Ich glaube, das war so eine Art Bombardement von oben mit der Waffe. Dreimal in schneller Folge. Also dreimal schneller ohne Ablenkzeit dazwischen. Na, ich nehme lieber Feuergestöber. Mehr ballern. Ach ja, das war mein. Ja, Dreieck. Ach, ich habe Granaten. Ich habe so eine Art Rakete. Das kann man natürlich ändern. Man findet verschiedene Upgrade-Möglichkeiten für Fähigkeiten und Waffen. Okay, das hier wäre der Shop für Charon. Und hier oben wäre ein Lebensupgrade. Da gehe ich immer natürlich gerne hin. Oh, jetzt bin ich in die Lava gelaufen. Ups. Boah, ballern wir schnell, ey. Holy shit. Hätte ich jetzt Gift auf der Waffe, wäre das insane, einfach nur. Ich hoffe, wir finden Dionysus, dann können wir noch Gift auf die Waffe packen. Das wäre so krass. Muss besser ausweichen. Ich sehe die Attacken halt nicht. Alter, der schießt von der anderen Seite der Map auf mich. Holy shit, ich sterbe. Kann durch Angriffe durchdashen übrigens. Sobald die meisten Gegner die Rüstung verloren haben, halten die nichts mehr aus. Okay, links ist eine Fähigkeit. Also wir haben jetzt bei beiden jeweils eine Fähigkeit von einem Gott, aber auch ein Boss-Symbol, also Mini-Boss. Ich weiß nicht mehr, wer links war. Ich glaube, das ist Athene, vielleicht. Rechts könnte Dionysos sein, also gehen wir dahin. Ich will Gift haben. Das wäre so krass. Ich glaube, wir sind in Gebiet 2. Gebiet 1 ist das, glaube ich, nicht. Ja, doch, Gebiet 2. Ja, doch. Gott. Ach du Scheiße. Bisschen übertrieben für meinen Einstieg, Leute. In das Spiel. Also, Wiedereinstieg. Scheiße, was mache ich jetzt? Bullet Hell. Auf jeden Fall. Ab und zu gibt's hier auch. So. Boah. Ach ja. Ah ja, ich habe Athenes Ding gehabt. Ich hatte kurzzeitig Unverwundbarkeit.
Das war echt nur ganz kurz. Holy shit. Das bringt ja gar nichts. Wollte ich jetzt das Perk, dass meine Kreisattacke Schüsse wegmacht? Das wäre so insane. Okay, ich bin gleich tot. Scheiße, Mann. Ah, ich komme nicht klar, so viel Schuss. Ah! Ja, bin gleich tot. Das war's gleich. Aber einer ist schon mal weg. Ich glaube, auch wenn ich den Raum überleben würde, was unwahrscheinlich ist, würde ich den Boss nicht mehr schaffen. Ich kann das mehrmals einsetzen. Ah. 10 Leben noch. 5. Also noch eine Kugel, dann sind wir tot. Lol. Ach ja, ich habe noch einen Perk, das sich einmal widersetzt. Ja, genau. Ein letztes Mal. Natürlich ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt sowas abkriege nach 8 Monaten nicht spielen. Ah, meine eigenen normalen Schüsse blocken die Schüsse. Okay. Oh Gott. Boah, Junge. Man kann, um die Beziehungen zu verstärken, natürlich auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Ambrosia ihnen schenken oder so. Das mache ich mal nicht jetzt. Ja, doch. Habe ich schon Gift? Ich weiß es nicht. Vergiftete Gegner schenken alle 4 Sekunden Gegner in der Nähe an. Gift schon 8, alle 0,5 Sekunden. Nehme ich. Wie ihr seht, man kann sehr viele Fähigkeiten haben. Verschiedene. So, dieser Apfel ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Der verstärkt eine Fähigkeit, die wir haben. Das weiß ich noch. Aber wir sind eh gleich tot. Mit 78 Leben. Sieht nicht so gut aus. Aber jetzt haben wir Gift. Aber das wird nicht bei denen aktiviert oder zumindest nicht sofort irgendwie. Weiß gar nicht, hatte ich schon Gift vorher? Meine Schüsse sind auf jeden Fall jetzt grün geworden. Oh. Oh, Alter. Okay, man muss hier echt aufpassen. Ist gar nicht so einfach, das Spiel. Also klar, ich habe ja schon gesagt, ich habe es nie durch, also nicht einmal geschafft, zum sozusagen Endboss zu kommen. Aber es motiviert mich trotzdem. Ein bisschen mehr noch als Dead Cells. Da war ich zweimal beim Endboss, habe es aber beide Male nicht ganz geschafft. Und das Spiel ist mir einfach zu schwer. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Bei dem hier motiviert es mich noch, weil es eben nicht nur die Komponente hat von wegen, es ist forderndes Gameplay, sondern es hat noch diesen Story-Aspekt, den Dead Cells halt komplett nicht hat. Und deshalb gefällt mir Hades mehr, auf jeden Fall. So. Den Wurf stellt einen Klingensog nach vorne. Okay, dann. Okay. Der Beischer macht dich kurze Zeit undurchdringlich. Und die Schlingenbohren können alle Angriffe ablenken. 1,5 Sekunden auf 2,1 Sekunden. Ich meine, das ist jetzt halt schon irgendwie scheiße, die Fähigkeit. Weil so kurz und Verwundbarkeit ist halt auch irgendwie, naja. Vergiftete Gegner stecken alle 4 Sekunden Gegner in der Nähe an, statt aller 8 Sekunden, glaube ich, war es. Fünfmal gestackt werden. Schaden geht auf 10 hoch. Von 8 auf 10. Ja. Nimm das Gift einfach. So, oben sind so Kristalle, die können wir für dauerhafte Upgrades zu Hause benutzen. Und unten ist im Grunde dasselbe, nur für etwas andere Upgrades. Nicht für die Person selber, sondern für unser Zimmer. Wir können da irgendwie so Sachen kaufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie kann ich denn. Unten ist halt Miniboss. Ich würde schon gerne weiterkommen. Nehmen wir mal das obere.
Das ist keiner. Oh Gott. Das Ziel, also ich habe kein richtiges Ziel für den heutigen Stream. Nur ein bisschen euch das Spiel zeigen. Und einfach mal ein bisschen spielen, bis ich keinen Bock mehr habe. So circa 2-2,5 Stunden werde ich ungefähr wahrscheinlich spielen. Bin ich gut dabei, bin 3. Werde auch mal andere Waffen benutzen. Ich werde jetzt bei jedem Run die Waffe ändern. Gibt ja auch ein paar, ich glaube 8 oder 6 bis 8 auf jeden Fall. Ich bin für Nahkämpfer zu nah am Gegner. Ich krieg viel zu oft aufs Maul. Und links seht ihr unter dem Leben auch diese göttliche Hilfe. Dieses Unverwundbarkeitsding. Wenn ihr alle 4 voll habt, dann wird ein Super-Effekt aktiviert. Zumindest ist es bei anderen Fähigkeiten so. Ich denke da immer an Zeus, weil der macht dann so eine Art Massenblitzattacke auf alle Gegner. Die ist ziemlich stark auch. Boah, ey. Typen spawnen und direkt auf mich drauf. Weil der gibt mir böse. Okay, ich bin echt out of shape. Ich bin gerade fast gestorben von einem Gegner. Richtig schlecht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Gift prockt überhaupt nicht, weil ich weiß auch nicht. Das kann nicht am Gegnertyp liegen. Das ist eigentlich immer so, dass der Giftschaden da ist. Okay. Aber ich habe gefühlt überhaupt keinen. So Leben maximieren in den Shop oder eine Fähigkeit verbessern. Ich sag mal so, wir haben 380 Münzen. Wir brauchen Leben an sich, also Leben auffüllen. Deshalb gehen wir zum Shop. Und ja, kaufen uns vielleicht Leben. Können wir vielleicht mit Karun reden noch? Oder auch nicht? Ich könnte ihm was schenken, aber ich will das jetzt nicht für ihn benutzen. Was ist denn das? Das ist neu, das kenne ich nicht. Das ist wohl ein super Upgrade? Keine Ahnung. Das ist auch neu auf jeden Fall. Kein Leben. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. Gut, ich kann mir für Münzen jetzt dauerhafte Edelsteine kaufen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Why not? Ich will mir das jetzt nicht kaufen, also den Sack. Also das mit mir ist ja ein Upgrade für meinen jetzigen Run. Dieser Sack ist wohl ein zufälliges Item, so eine Art Wundertüte. Will ich jetzt auch nicht kaufen, weil ich gleich sterbe im nächsten Raum. Mit 18 HP und einem Miniboss. Auch ohne Miniboss würde ich jetzt sterben wahrscheinlich. Deshalb, ja, mal gucken. Genau, solche Bemerkungen hat man halt immer. Ach nee, das ist der Boss von der Ebene. Die Hydra, die Knochenhydra. Jetzt ist das Spiel auch übrigens auf Deutsch, also komplett Deutsch, sehe ich gerade. Außer halt natürlich die guten Voice Lines auf Englisch, die sind echt gute Stimmen und die Voice Lines. Also halt die Voice Actor sind gut. Aber hier alles wurde jetzt ansonsten übersetzt auf Deutsch, das war vorher auch nicht so zum. Bis zum 1.0er Release. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Hydra ist ein richtig beschissener Boss. Der wird so hardcore stressig und naja. Wir schaffen es auf jeden Fall nicht, das kann ich euch jetzt schon verraten. So, jetzt wird's anstrengend. Jetzt kommen nämlich die anderen Köpfe dazu. Man muss erstmal die anderen Zusatzköpfe zerstören, bis man wieder den Hauptkopf angreifen kann überhaupt. Ach ja, das waren so Monster-Spawns. Oh Gott, ey. Ihr seht schon 3 Stück. Plus der mittlere Kopf, der immer noch schießt die ganze Zeit, ohne Schaden zu kassieren. So, einer ist weg. Hilft mir nicht gegen das Problem der Gegner. Ja, tot.
Aber gut, jetzt kann ich euch mal das Spiel von Anfang an zeigen. Ein bisschen mehr, was man sonst noch so machen kann. Stupid Hydra. Why, you look like someone who just got beaten silly by a dirty skeleton. Beaten well beyond the brink of death, I ought to say. And sure enough, according to my list, you did. Those bloodless sure are tough. Right. Ja, man kann halt meistens mit allen You're getting reden. somewhere with that codex, lad. Nach einem I'm pleased to Versuch. see it. My duties to the house have meant that lately I can't travel quite as much as once I did. I'll try to travel for the both of us, Achilles. I've seen so little other than these walls. Ja, man hört schon, das Voice Acting ist perfekt. Also ich finde die Stimme so geil von ihm auch, von Zagreus hier. Richtig geile Stimme. Das ist unser Dad. Hades. I am finding lately that the help within this house is much more lacking than it used to be. I trust that you shall set it back on course. If that is your will, Lord Hades, then it will be done. To the Oops. Probably bad news for me. Ja, die Mo hier, nicht die Mäuerin, aber doch, vielleicht können die Mäuerin sein. Ich hab's gerade vergessen. Auf jeden Fall drei Schwestern. Ja, doch, die Mäuerin. Die haben auch keinen Bock, dass ich rauskomme. Das ist einer von den drei ist immer der Boss der ersten Ebene. Hier kann ich renovieren für diese bunten Juwelenteile. Kann man können Urne mit 5. Also das hier sind so dauerhafte Dinger, die auch, also die in der Ebene was bringen, in der ich mich befinde. Gibt halt sowas wie, das habe ich schon. Zusätzliche Kammer stellt inmitten der Düsternis ein Quäntchen Leben her. Und Kammern können eine infernale Truhe erhalten. Und das habe ich auch alles schon. Boah, krass, wie viel ich habe. Mir fehlt echt nicht so viel. Hier, bei Aufträge zumindest. Gibt noch Musik, die kann man mit so Diamanten kaufen. Oder einfach nur Dekorationen kann man kaufen. Die sind unfassbar teuer. I Oh, must das have a war thing used umsonst, to wie be es with aussieht. that. Okay. Weil da stand ja kein Preis. Oder kann ich das ein- und ausschalten? Ach I think we ought to so. mix things up a bit. Ah, okay. Gecheckt. Ja klar, ist auch Kosmetik. Salon ist neu, glaube ich. Kecke, Alter. Nicht gegen meinen Boy, Cerberus hier. Cerberus? Fuck. Cerberus eigentlich, so kenne ich den. Cerberus ist halt jetzt irgendwie der Name hier. Vielleicht ist es auch eine direktere Übersetzung. Ästhetische Verbesserung. Ja. Westflur gibt's auch noch. Also es gibt so viel Shit, den man hier kaufen kann. Auch einfach Farben. Aber du brauchst so viele von diesen, ich sag jetzt mal, Gems. Das ist echt abnormal. Also, das ist schon, das dauert ewig. Are you the one whom I should thank for this most wondrous music stand, my friend? Ja. Why, it is positively splendid, isn't it? A renowned court musician ought to have the finest means available, I think. I'm pleased you like it, Orpheus. Though, tell me something. How can it play your music when you're not even here? Who can explain the secret art of Daedalus, my friend? Know only that whenever it produces music for your listening enjoyment, that the sound you hear is coming from my soul. Amazing and a bit unsettling. Jetzt schauen wir mal kurz, wie geht das noch mal? No use. Wie kann ich so hier? Hier sehen wir die Beziehung zu jedem Charakter, also schau ich jetzt mal, bei wem es sich lohnen würde, das Gesöff. Also, bei wem es sich lohnen würde, das Gesöff zu verschenken. Man kann es natürlich an einen NPC hier, der hier ist, verschenken oder an die Götter selber, die man trifft. Man kommt halt beim ersten Mal immer
irgendein Geschenk und dann halt weitere Dialogoptionen und vielleicht noch Geschenk am Ende. Okay, ich habe bisher echt nicht so viele beschenkt. Dionysus. Gibt natürlich noch die, also es gibt die olympischen Götter und irgendwie die kophonischen Götter. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, weil Hades ist ja eigentlich auch ein olympischer Gott. Aber Nyx ist ein, ist hier eine Person und kein Fluss. Oh ne, Styx ist der Fluss, ich bin doof. Zagreus natürlich, Charon. Also wenn man sich nicht so mit der Mythologie auskennt, ist das natürlich schwierig. Aber ich kenne zumindest einige davon. Chaos ist ja auch eine Person. Also Chaos ist so der Ursprung von allem hier. Also aus Chaos entstanden die Titanen und von den Titanen entstanden ja die Götter. Also basically ist Chaos der Ursprung von allem im griechischen Mythos. So ein bisschen wie Azathoth im Cthulhu-Mythos der Ursprung ist Chaos im Grunde dasselbe. Also hier kann man, wie gesagt, mit diesem lila Stein was kaufen, dauerhaft. Okay, das heißt, wenn wir Kreis benutzen und in einem Gegner steckt schon eine Kreisattacke, dann kriegt er 10% mehr Schaden pro Rang, den ich hier upgrade. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, und ich starte mit mehr Gold. Je mehr ich das upgrade zu jedem Fluchtversuch, den ich unternehme. Was ist das? Enthülle zwei neue Talente. Ah, das ist auch neu. Also für mich neu, nicht komplett neu. Drücke X, um festes Vertrauen anstelle von dicke Haut zu aktivieren. Wait. Festes Vertrauen. Ah, man kann ja auch switchen. Lol. Achso, kann ich die nur switchen, weil ich noch nicht genug Plätze habe für alle gleichzeitig? Kann das sein? Ich habe ein paar schon gemaxt, auf jeden Fall. Als das mit dem Sprinten, mehr Leben und so. Dass ich drei Wurfattacken habe und nicht nur eine. Gut, dann werde ich mal das hier benutzen. Für 10. 10% mehr Schaden, ja. Warum nicht noch mehr? 20, 30, 40, 50. Max. Okay. Nix's Strength. Hier kann man so eine Art Questliste sehen. Da kriegt man halt entweder so Kristalle, Schlüssel. Da fehlt mir jetzt wohl noch eine. Ein kephonischer Gott. Der ist wohl neu dazugekommen. Und hier halt noch ein paar von diesen halt diesen Gems, die halt andere Sachen freischalten, ganz viel. So, das ist mein Zimmer. Ja, schön ausgestattet auf jeden Fall. Ich kenne die Macher halt von Bastion, das hat mir nicht so arg gefallen. Aber auch von, was mir unfassbar gut gefallen hat, also wirklich eins meiner Lieblings-Indie-Games mit Abstand, ist Transistor. Von denselben Machern, hat einen ähnlich guten Stil, sehr schöne Zeichnungen und die Lieder, also es gibt Lieder in diesem Spiel, also richtig gesungene Lieder, Hey Skelly, die you finde look ich like you know where your unfassbar hometown geil. is. Found some of this ancient Titan blood out So there eine and I schöne was looking to Stimme hat score some die. more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with then? I don't know. There's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Okay, hier sind die Waffen. Es gibt anscheinend. Was ist das? Enthüllen? Exegriff. Achso. Genau, man kann hier noch so eine Art Blut der Titan sammeln. Das ist irgendwie selten.
Und anscheinend, also wie das gerade klang. Also kriege ich vielleicht pro Boss, also pro Hauptboss einer Ebene, die ich schaffe, bis halt zu der letzten Ebene, pro Waffe jeweils ein Blutding. Und mit diesem Blut, Titanblutteilen, kann ich mir halt verschiedene Waffenvarianten freischalten. Zum Beispiel hier bei diesem Gewehr habe ich von der Zagreus-Variante, bin ich auf die Hestia-Variante umgestiegen. Weiß gar nicht mehr genau wieso. Hier kann man Munition erhöhen, hier kann man. Ach ja, nach dem Nachladen ist sein nächster Schuss machtvoll. Plus 50 Bonusschaden, genau. Aber was ist dann. Weil, wenn das hier die Waffe ist, die ich habe, was ist dann das? Das ist gar nichts. Auf jeden Fall, den Bogen finde ich noch cool, den Schild habe ich noch nie benutzt. Weil das Schwert zu leuchtet, das heißt, kriegt damit 20% mehr von diesen lila Steinen, wenn ich das jetzt benutze. Das ändert sich immer. Der Speer ist auch ganz cool, der Bogen ist cool. Ich mache einfach mal von rechts nach links. Sprich, obwohl. Ist ja gerade ein Zuschauer im Chat. Welche Waffe würdest du denn gern sehen? Schwert, Speer, Schild oder Bogen? Ansonsten hier kann man Gotcha. noch so eine Art passive Perks aktivieren. Genau, das sind die Geschenke von den Göttern und NPCs. Diese Perks, die kann man halt aktivieren und auch leveln auf Stufe 3. Manche nicht. Glaube ich, ja doch. Ah doch, nee, es gibt auch Rang 3 hier. Okay. So, das hier habe ich gerade ausgerüstet, wie es aussieht. Du fügst Gegnern in der Ferne 10% Schaden zu. Das ist natürlich gut für Fernkampfwaffen. Aber an sich ist auch noch gut. Artemis, aber das ist natürlich auch gut für Fernkampf-Builds. Artemis ist natürlich Bogen. Das habe ich gelevelt. Genau, 30% weniger Schaden von vorne, aber 10% mehr von hinten. Ich glaube, das nehme ich einfach mal. Obwohl hier mehr Lebenskraft an sich war auch nicht schlecht. Unten rechts steht halt, wie man das auflevelt. Also 18 Scharmützel, sprich 18 Räume muss ich schaffen, in denen ein Kampf stattfindet. Dann ist der Rang auf Stufe 2. Das ist eigentlich bei jedem gleich. Jeder startet mit 25 auf Stufe 2. Dann von Stufe 2 auf 3 sind es halt dann, wie es aussieht, 45 wahrscheinlich oder 50. Ich habe da schon ein bisschen Fortschritt. Und Stufe 3 ist halt dann fertig. Also Stufe 3 muss man ja nicht mehr leveln. Also muss man insgesamt 5 und 5 und, nee, 70 oder 75 Scharmützel machen, damit ein Ding auf maximaler Stufe ist. So. Ich glaube, ich nehme mal. Vielleicht Zeus. Why not? Das heißt, das erste Perk, das wir finden, ist von Zeus und es hat eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass es selten ist oder höher. Ich glaube, die Stufe, die sich erhöht, wäre dann einfach nur die Prozentchance. So, weil ich keinen Kommentar bekommen habe gerade, nehme ich einfach das Schwert, weil es diesen Bonus hat von 20%. So, das hat solchem Dreier-Move. Nova-Detonator. Genau, so ein AOE-Ding. Gibt auch noch einen Spurtangriff. Okay. Ja, flüchten. Zweiter Versuch für heute. You have a tendency to ask too many questions, Oh, boy. das ist neu. Would that you had a tendency to wander silently instead. Das ist neu. Wird diese Animation auch so ein bisschen? Okay. Zeus. Must be my gleaming thunder signet that I transferred to you. Why I could feel its call from all the way up here.
So, ihr seht neben dem Namen der Fähigkeit ganz oben noch so eine Art Schriftrolle. Das heißt, ich muss das nehmen, damit ich irgendeine Quest erfülle, um irgendwas zu bekommen. Genau, Schicksalsliste. Dein Angriff strahlt Kettenblitze aus, wenn du Gegner verletzt. Gegner, die vom Blitz getroffen werden. Okay, nehmen wir einfach das, dann haben wir auch diese Schicksalsliste ein bisschen weiter. Haben wir jetzt Kettenangriffe mit 10 Schaden. Und so einen kleinen netten Blitzeffekt auf der Waffe. Das Spiel hat auf jeden Fall viel Liebe zum Detail, kann man schon sagen. In jedem Aspekt eigentlich. Auch die Umgebung hier, die sich im Hintergrund etwas bewegt und alles. Sehr schön gemacht. Ein Schlüssel. So, links wäre Leben, rechts wäre. Also, entweder ist das Poseidon oder Ares. Ich glaube Ares. Wir nehmen einfach mal Ares. Why not? Okay, Dreieck ist nicht so stark, es schubst eher Gegner weg. Modlus ist selten, dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf fügen mehr Schaden zu. Oh mein Gott, ist das gut. Ach du Scheiße. Ja, das nehme ich doch. Einfach auf allem 13% mehr Schaden. Mega geil. Holy shit. Here I am. Running like a hurricane. Oh, das ist ein Portal. Hier, das rechts zu Chaos. Das erkenne ich. Ist halt die einzige, die sowas hat. Oder das einzige. So, für Chaos muss man Leben opfern. Die Perks sind meistens stärker als andere, aber haben auch einen Nachteil. Aber um es euch mal zu zeigen, gehe ich runter. Hey. So it's just like when I get those messages from the Olympians. Wait, you did just promptly master Chaos, didn't you? Or should I have remained silent just now? I cannot offer you advice, but you were prompted, yes. You may speak freely, then or any time, despite my wishes that you not do so. Absolute silence is my general preference. It may not be yours. So. Ich muss irgendeine Challenge akzeptieren und dann bekomme ich, wenn ich das schaffe, auch eine gute Belohnung. Also bei den nächsten vier Kämpfen kann ich 12,75 Sekunden lang keine Wurfattacke aufsammeln mehr, die ich verschwende. Dann erhalte ich plus 34 dauerhafte Leben. Glaube ich, oder? Dauerhaft? Oder einfach nur so. Ich glaube einfach nur so, oder? Das wäre ziemlich wasted. Bei nächsten drei Scharmützeln bewerfen dich getötete Gegner mit einer Inferno-Bombe. Danach ist jede lila Edelstein und normale, also grün Mix-Edelstein, also Finsternis, ah, okay. Danach ist jede Finsternis und jeder Edelstein, die beziehungsweise den du findest, plus 72% mehr wert. Holy shit. Oder bei den nächsten drei Scharmützeln sinkt deine Lebenskraft um 46. Danach besteht bei Gaben eine um 17% erhöhte
oder höhere Chance, selten oder besser zu sein. Ich gehe voll Risiko. Drei Scharmützel, minus 46 Leben. Maximales Leben. Kann ich mir jetzt noch was aus... Ich nehme da das hier. So ein Getränk für Charakter. Dialoge und so. Aber ich habe irgendwie keins bekommen. Oh, das war eine Mine einfach. Oh, das Schwert ballert schon rein. Ach, der wirft die. Der scheiß Topf hier hin. Okay, das ist die nächste Belohnung, die ich bekommen hätte. Nice. Okay, wir haben hier Münzen und sonst keinen anderen Weg. Alles klar. Coins it is. Okay, zwei Dickies. Als Miniboss, sprich als... Also mit Rüstung einfach. Ist voll geil. Ich glaube, durch die Blitze werden die gestunt. Oder an was liegt das, dass die gestunt werden und ich die ganze Zeit draufballern kann? Ah ne, jetzt nicht. Okay. Ah ja, mit, die können mit Rüstung nicht gestunt werden. Nur ohne, glaube ich. Ja. Okay. Habe ich jetzt unnötig kassiert. So, Shop. Ich habe eh kein... Also nicht so viel Gold. Oder wir gehen zu Poseidon. Aber ein Miniboss erwartet uns. Poseidon, Boy. Los geht's. Okay, was ist es? Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was das macht. Das ist neu. Ah, Laser. Oh mein Gott. Achso, die verbinden sich und dann... Okay. Ups. Ah. Jesus. Okay. Interessanter Gegner. Und ich treffe halt nicht. Okay, Rüstung ist jetzt weg. Einfach drauf! Nein, nicht einfach drauf! Oh mein Gott, das war schlecht. Mistakes were made, holy shit. Stirb! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Giant evil crystal then. Oh, episch. Was meinst du denn mit komisches passiert, Alex? Also, ich weiß nicht genau, also Beispiel vielleicht? Was, dass das Spiel abstürzt oder was meinst du? Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu und stößt Gegner weg. Okay, das wäre ganz geil. Also noch mal, noch weiter weg. Dein Angriff in deiner Spezialität ist in den ersten 10 Sekunden im Scharmützel kraftvoller. 10 Sekunden nur, das ist halt irgendwie auf Langzeit ziemlich scheiße. Dein Beistand, ich habe noch gar keinen. Bewirkt, dass du... Achso, wirkt, dass deine Woge auf Gegner prallt. Wie ein, achso, wie eine Woge auf Gegner prallt und dabei 1,2 Sekunden undurchdringbar bist. Das ist auch scheiße. Aber der Schaden ist ganz nice. 300 Schaden. Ah, ich nehme das hier. Mein Dreieck wird ziemlich gepusht. Oh ja, mit schönen Wassereffekten. Das finde ich halt so geil. Wenn man ein Upgrade nimmt auf irgendeine Fähigkeit, sieht man das sofort. Man sieht sofort die Veränderung. Oh, das ist ungewöhnlich. Aber ja, so komische Scheiße kann mal passieren. Ich glaube, ich habe den auch mal gesprengt und da kam einfach ein Item. Also sowas geht ja auch. Ich glaube, ich benutze mal drei jetzt mehr. Dadurch, dass das abgedingst wurde hier.
Okay, das war ja schon der Raum. So, hier ist noch eine Zonenprüfung. Wenn ich die schaffe, kriege ich 100 Leben wieder. Also, ich werde auf Maximum geheilt. Machen wir mal. Ist meistens irgendwas in einer gewissen Zeit töten. Oder überleben. Ja, schnell töten, genau. Okay, noch 10. Und halt, je länger ich brauche, desto weniger Leben bekomme ich wieder. Ihr seht's ja da bei der Truhe. Gut, ich habe mich nicht voll heilen können, aber ich habe mehr als vorher. So, Upgrade für eine Fähigkeit. Ne, für die Waffe. Geil. Okay. Boah, easy. Ist halt der erste, die erste Ebene des Hades. Die ist meistens noch ganz angenehm. Ihr habt es ja gerade gesehen in der zweiten Ebene, was da so für ein Scheiß abging mit der Bullet Hell. So, drei Sachen, die ich noch nie hatte, weil sonst hätte ich diese Schriftrolle nicht. Harter Hieb, dein Hieb fügt 200% Schaden zu, plus 200% Schaden zu und ist mit einer Chance von 40% kritisch. Oh mein Gott. 200% mehr Schaden? Ah, jeder dritte Angriff. Ah, der dritte in der Combo. Ach du Scheiße. Deine Spezialität, also Dreieck, hat eine größere Reichweite und fügt 20% mehr Schaden zu. Noch mehr. Oh Gott. Deine Spezialität trifft zweimal. Schiss Gegner aber nicht mehr weg. Ich bin noch unentschlossen, ob ich Harter Hieb oder Doppelnova nehme. Weil Supernova, ich meine 20% mehr Schaden und größere Reichweite, ja, okay. Aber ich meine, das ist, hat schon genug Damage, so eigentlich. Dass die halt zweimal trifft, also direkt. Also ich verdopple ja den Schaden einfach. Aber das wird halt nicht mehr, die werden halt nicht mehr weggestoßen. Aber ich meine, in den meisten Fällen sterben die dann wahrscheinlich direkt. Und jeder dritte Hieb nur bei einer Combo ist halt super stark. Ich nehme trotzdem das, doch. Bam. Oh, das hat auch voll die Range durch die Blitze, merke ich gerade. Aber das hier ist doch auch ein Hieb, oder? Das hier, der Dash. Kann ich das abusen? Das ist jetzt der Dash-Hieb, der super starke. Okay, was nehme ich? Ich nehme mal rechts. Die normalen Edelsteine. Also die Edelsteine, nicht die Seele, genau. Allow me, boy, to introduce some of my loyal subjects. Okay. Überlebe 45 Sekunden. Jesus. Oh. Ey. Ich muss einfach nur weglaufen eigentlich. Muss gar nicht kämpfen. Warum sollte ich Leben verschwenden? Fällt mir jetzt erst auf, schade. Jo, einfach im Kreis laufen. Lül. Oh, ich bin Mann. Nur 10? Oh mein Gott. Come on. Upgrade für eine Fähigkeit. Yay. Boah, ja, okay, nur der dritte Schlag. Der macht aber... Oh, boah. Holy shit, macht der Schaden. Strahlt Kettenblitze aus, wenn du Gegner verletzt. Blitzschaden geht auf 14 hoch, also 4 höher. Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu und stößt Gegner weg. Schadenerhöhung. Dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf fügen mehr Schaden hinzu. 4% mehr Schaden auf alles.
ziemlich gerne das hier. Juicy. Ja, ich glaube, hätte ich gewusst, dass ich sowas kriege, also so ein Schadensbonus auf meine Dreieckattacke, hätte ich gerade eben doch die Doppelnova genommen. Scheiße, ey. So, 25 Leben wiederherstellen für 100 Münzen. Machen wir mal. Das sind halt eher so, also hier kann man entweder Leben kaufen, also nicht immer, glaube ich, aber manchmal. Ist halt random. Und also passive Fähigkeiten für eine gewisse Anzahl von Kämpfen. Wir haben jetzt einfach mal Ketten, Dingsbums und Kyklopenhappen. Weil 6 Scharmützel. Das müsste eigentlich bis zum Boss reichen. Dann haben wir 30% mehr Schaden jetzt. Achso, ich muss zu Karun. Lol. Okay. Vielleicht hat er ja Leben für 100 Münzen. Nee. Aber Dunkelheit. Okay. So, da ist der Boss. Und, ihr habt es gesehen, Titanenblut gibt's da. Jetzt habe ich 30% mehr Schaden, jetzt hau ich die richtig weg. Mac ist auch die einfachste der drei. You're running from yourself. Though. Oh shit. Ah ne, ist doch keine Moire, ist eine Irinyue. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab zwar gesagt, das ist die einfachste der drei, aber bringt mir nicht viel, wenn ich die schon lange nicht mehr bekämpft habe und gerade richtig ablose. Lass mal die Ads wegmachen hier gerade. Nein! Ich bin tot. Lol, ich lebe. What? Warum? Uah. Ach, ich habe immer eine zweite Chance, glaube ich. Das ist so ein Perk, das ich mir gekauft habe für 500 Dunkelheit. Ich glaube, das ist immer so jetzt. Oh Gott! Ah! Ich würde gerne den Kampf schaffen, allein nur für das Blut. Ja! Nice. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Puh. Jesus. Okay, wir sind gleich wieder tot. Aber ich komme langsam wieder rein. So, hier kann man gerade das Leben wiederherstellen, das habe ich mir gekauft, für dauerhaft, also dauerhafter Bonus. Hier kann ich Sachen verkaufen. Hier kann ich kaufen. Sofort, du hast 23 Münzen gegen 16 Leben, seid ihr bescheuert? Naja, lohnt sich alles überhaupt nicht. That's enough Tartarus. So, jetzt sind wir auf Ebene 2. Tick, 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 tick. The Bone Hydra awaits. Ja. So, hier kann man ein bisschen sich das angucken. Wasn't this whole expanse once lush and green? Ist minimalistisch gerade so. Das Bild an sich, aber schon ganz cool gemacht trotzdem. Ich finde die... Irgendwie das Grafikdesign vom Spiel selber finde ich super cool. Also wie das alles aussieht, dieser Stil ist halt irgendwie geil, finde ich.
so Comic-Grafik, aber wirklich als Spiel. Also es sieht wirklich aus, als wäre es direkt aus einem Comic in eine 3D-Spielumgebung reingepackt worden. Das finde ich super geil. Wir sind auch neu hier, die Gegner. Vorhin hatten wir ja auch schon, aber das ist mir nicht so aufgefallen. Aber jetzt, die gab es vorher auch nicht. Ich meine, ich habe auch zwei Updates jetzt ausgelassen, plus das Full Release Update, weiß ich auch nicht, was da reingepackt wurde. Also, basically, die letzten drei Updates, so gesehen, habe ich keine Ahnung, was hinzugefügt wurde. Oh shit. Münzen? Ich weiß nicht mehr, was das war. Finden wir es heraus. Ausrufezeichen. Auf Rat. Ach, das ist, wie heißt sie nochmal? Die Frau des Hades? Das ist übrigens die Stimme von Red aus Transistor, die ich so unfassbar geil finde. Also glaube ich zumindest. Wie komme ich jetzt hier hin? Ah. Ja, ich glaube schon, das ist. Ja, doch. Warte mal, wie habe ich das vorhin nochmal gemacht? Ah ja. Welche ist denn das jetzt? Also, wie heißt die? Ist das Eurydike? Nee. Ich weiß nicht, wie die heißt. Eventuell ist das die, weil ich finde sonst niemanden, der da fassen würde. Er muss ja. Dann schenke ich ihr einfach mal was zu trinken. So. Eurydice, thank you for making me feel welcome in your present home. Can't say the same for most places I've been lately. I have a small. Oh, that's awful sweet of you, your royal majesty. Bringing me fresh ingredients like this. Know what? Here's something for you too. Help keep you safe out there. Thanks so much. Immer grüne Eichel. Nice. Man kommt halt immer so ein Perk, also so ein passives Ding, das man leveln kann beim ersten Mal. Mehr erfahren durch Gespräche. Ja. Kann ich auch dieses Upgrade angucken? Gegenstände? Nee. Oh Mann, ey. Nektar ist es einfach. Hey, hon, what's going on? Speak up. I know when something's up down to my roots and something's up. Das ist nicht die gleiche Stimme wie die, die singt. Kannst du mich nicht verarschen, bitte? Well, it's just I think I wanted to tell you more of Orpheus since he's court musician in my father's house. Calls you his muse. Says he misses you terribly. I thought you should know. Orpheus said all that, huh? Tell you what. The next time you run into him, you ask him about the time that he came all this way to try and save me, even though I was already dead. Can you guess how that turned out? Yes, I do believe I can. Look, I didn't mean to upset you. Yeah, well, neither did he. But you know what? Actions beat intentions, hon. Now here, how about a treat and you can be on your way? Bis zu zwei beliebige deiner Gaben werden auf die nächste Seltenheit höher gestuft. Ach du Scheiße. Bis zu vier beliebige deiner Gaben erhalten plus ein. Also werden einfach. Warte mal. Seltenheit, aber Eb ist, glaube, also Ebene ist halt einfach nur eine Verbesserung. Schlichtweg. Und ich glaube. Naja, was ist denn der Unterschied jetzt? Die nächsten drei Gaben, die du findest, haben eine höhere Seltenheit. Ich habe halt bis zu vier. Ich habe halt nur zwei. Ich würde einfach mal Ambrosia-Traum nehmen. Good choice. Feeling better already. Okay, das heißt ja, die sind automatisch jetzt besser geworden? Wie kann ich das denn nachschauen? Kann ich das denn nachschauen? Ich glaube nicht. Oder wie geht denn das?
Man kann doch irgendwie seine Perks angucken. Oder? Oh Mann, das geht nicht. Oh! Ich weiß nicht, wie es geht. Irgendwie geht das. Ich weiß es, aber ich hab's vergessen. Steuerung. Anzeige? Nee, Steuerung. Vielleicht. R2, Geschenke und sonstiges eventuell? Gabeninfo. Share-Knopf. Ah. Das hier wird auf jeden Fall geupgradet. Mehr Schaden. Ist eine heroische Fähigkeit jetzt. Und das hier. Mehr Schaden, 16% statt 13, okay. Kenne ich nicht. Oh Gott. Egal, tot. Ah doch, die hatten wir gerade eben schon. Die haben voll genervt, weil die außerhalb des Bildschirms geschossen haben. Bäh. Boah, die werden aber auch krass weggeschleudert von meiner Dreiecksattacke. Holy shit. Ich sehe nix. Auch. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Stärker als ich dachte. Holy shit. So, Zeus oder Dionysus. Ich würde Zeus nehmen, da haben wir nämlich schon was. Dann können wir das eventuell verbessern oder noch ein cooles Kettenblitz-Perk bekommen. Aber Miniboss erstmal. Ach ja, das hier. Jetzt kommen hier ein paar Gegner. Oder ist das das? Okay, der wirft Bomben. Ich bin doof. Muss aufpassen. Okay, die sind weg, die Typen. Oh mein Gott. Okay, ganz vorsichtig jetzt. Oh, Dreieck ist ja ultra stark. Okay, ich muss das einfach spammen. Das ist ja mega. Gott. Hilfe. Gut, wenn die nur Bomben werfen, komme ich damit klar. Jesus Christ. Langsam komme ich nicht mehr damit klar. Boah. Pff, das war ein krasses Ding. Meeressturm. Wenn du Gegner wegstößt, werden sie vom Blitz getroffen. Oh. Ey, das passt ja gut zu meiner Dreiecksfähigkeit. Aber der Wurf ist ein Kettenblitz, das ist auch ziemlich cool. Ah, Meeressturm klingt geil. Und wir haben noch so ein Schicksalsding. Nehmen wir das. Okay, mein Dreieck wird mein Go-To-Move, nicht meine Dreier-Kombo. Ich hab 4 Lebenspunkte. 4. Boah. Ist... Lol. Ich hab gerade 3 gedrückt. Ich dachte, er trifft mich die gar nicht. Naja. Blöd. Na ja, gut, wir haben immerhin das Titanblut bekommen. Damit kann ich leben. Naja. Gibt's neue Gespräche? Ah ja. Hey Achilles, my father's hall back there. I don't suppose you'll let me have myself a look. Lots for me to rummage through, I'm sure. You know I'd do just about anything to aid you, lad. But my ability to do so hinges on me sticking to my post. Though if I do catch wind of anything back there requiring attention. You shall know. Understood, sir. Das hier ist noch gesperrt und hier oben ja auch.
Ich frage mich, wann das Relevanz hat. You never learn. Why I can scarce believe my eyes. Is that you, boy? Cerberus, look who it is. He's back. Cerberus looks mournfully toward the prince. No need to drag the dog into this, father. Anything you say to me, you say in front of Cerberus. You might even learn a thing or two from him of listening and of obedience. Hello. Okay, Dad. Hey, Orpheus. You know about the time I vanquished 7 legions of bloodless warriors with both hands tied behind my back while hopping on one foot? Lord Poseidon dared me to do it, you know. Why, that is a spectacularly vivid tale, Zagreus, and most deserving to be chronicled in song. Would that there were a poet here still willing to commit such deeds to verse. Would that there were, mate. Großer Saal ist was Neues. Hundbett. Geil. Dekorative Waffen. Xiphos? Achso, ich kann auch Waffen, Skins einfach nur kaufen. Also die stehen da nur hier im Saal. Achso. Okay. Joa. Bereichere den Kodex durch eine praktische Liste von Gaben. Das wäre nicht schlecht. Ich habe eh nicht genug. Oh hier, heilige Brunnen. Also nach einer Ebene, wenn wir in eine neue Ebene kommen, bieten 20% mehr Gesundheit als gewöhnlich. Also mehr Healing, nachdem ich eine neue Ebene betrete. Also dazwischen halt, nach Beenden und Betreten der nächsten. Ich hätte aber lieber den Kodex. Obwohl. Ah, ich mache erstmal nichts. Ich bin ja immer so ein bisschen geizig und unentschlossen bei sowas. By then it should be time to tend the kitchens and sweep the lounging area a second time. Yes, right away. Poor Dusa. Ja. Meg must have gone back already. Dusa, also dieser Kopf, der hat einen Crush auf Zagreus übrigens. Ah ne, ich hab eh nur 69. Dunkelheit. Was stand da? Dein Reichtum nimmt zu, wenn du eine Unterweltregion bestanden hast. 5% deiner aktuellen Münzen je Rang. Dann nimm dich wieder tiefe Taschen. Das habe ich schon alles gekauft, außer Todesverachtung. Habe ich einmal. Ich kann nochmal für 500 weitere Dunkelheit einen zweiten Wiederauferstehungsding kaufen. Das spare ich jetzt. 500 Dinger. Los geht's. Sonst ist hier ja nichts, oder? Was ist das? Fluchtversuche bisher 15. Nur? Ich habe nie im Leben bisher nur 15 Runs gemacht. Ich habe das Spiel bisher mit heute zusammen 10 Stunden gespielt, 15 Versuche? Glaube ich eigentlich nicht. Skelly, how do you know all this stuff, by the way? I mean, no offense, but you're a skeleton who just stands around. Yet you have this wealth of knowledge of the underworld. Hey, I know people, pal. We'll just have to leave it at that. Now let's see you break some of these bones, huh? If I must. Another weapon. Oh, hier ist eine neue Waffe. Ein Handschuh für 8 Schlüssel. Ich habe leider nur 3. Need more keys. So, ich würde sagen, um Things wieder ein bisschen abzuswitchen, nehmen wir mal den Bogen. Kann man aufladen oder einfach... Ne, kann man nur aufladen. Wenn man perfekt auflädt, hat er so einen extra Schaden. 60, 70. So. Salve ist so. Ja.
Heißt, wir nehmen mal... Oh, was ist das? Neu? Ah. Wir nehmen natürlich mal Pfeilspitze aus Adamant. Also Artemis. Wir könnten natürlich auch... Habe ich das überhaupt von Dionysus? Ares? Nö, ich hab gar nichts von Dionysos. Okay. Okay. Let's go. Hey. Hey. Ready. Okay, noch ein Try. Also wenn ich nicht vorher keinen Bock mehr habe, machen wir mit jeder Waffe einfach einmal einen Versuch und dann wär's das dann. So, Artemis. Normally it's for killing things, but in your case it makes it even easier for me to hunt you down, even in the dark. Now that I found you, here. Oh. Dein Spezialisiert ist kraftvoller und hat eine 20% Chance kritischen Schaden zuzufügen. Also mein Dreieck. Dein Spurtangriff führt mehr Schaden zu, 60%. Dein Angriff ist kraftvoller und hat eine 15%ige Chance kritischen Schaden zu verursachen. Angriffsschaden 20%, also mein normaler Schuss. Meine Spezialität ist ja so ein Flächending. Wenn man natürlich direkt vor dem Gegner steht, ist das im Grunde wie eine Shotgun. Und das macht dann abnormalen Schaden. Probieren wir das mal aus. Mit einer Fernkampfwaffe auf Nahkampf gehen. Würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. Okay, ciao. Chaos, was geht? Hui. She isn't my birth mother, no, but she is like a mother to me. Do you know her? Oh, I know the goddess Nyx quite well, of course. Though it has been a while since we last communicated, and I fear I was not the charitable sort back then. It is my hope that Nyx is faring well. Halt. Jeder Angriff, den ich mache, fügt mir 5 Schaden zu. Für 4 Räume. Danach bekomme ich plus 34% mehr Schaden für meinen Angriff. Einfach so. Aber das kann mich halt töten. Dieser Buff. Debuff. Ja, trotzdem nehme ich das mal einfach. Ich probier's. Schlüssel hätte ich gern für die extra neue Waffe. Wäre ganz cool. 3? Scheint gerade plus 3. Krieg ich jetzt 3 Schlüssel gleich? Am besten ich bekomme keinen Schaden. Ein Schlüssel. Okay. So, jetzt hoffen wir mal, dass ich noch 3 Räume überlebe, dann ist mein Schaden insane. Muss die irgendwie aufeinander bringen. Na, klappt nicht so gut. Ja, doch, hat geklappt.
Ich glaube, ich schaffe das nicht. Könnte besser laufen. Ich gehe auf jeden Fall auf Leben jetzt. Ich habe eh kein Gold. Ernsthaft? Warte mal. Ach, mein Dreieck verbraucht gar kein Leben, nur mein Viereck. Ach so. Ja, dann easy. Oh. Ein Getränk. Ich habe meinen Dreieck eh gebufft, also. Cool. Top? Nein. Aphrodite? Ja. Okay. Ja, lol. Da macht er gar nichts. Okay. Easy. I cannot help but wonder, dearest, why Lord Hades would have kept your mere existence hidden from us all this time. Perhaps he knew that once you met us, you would stop at nothing to come seek us out. So, dein Angriff fügt mehr Schaden zu und macht Gegner schwach. 50% mehr Schaden. Oh mein Gott. Und mit 34% gleich, also 84% mehr Schaden haben wir dann für die Viereckattacke. Oder dein Beistand feuert ein suchendes Geschoss, das ein Zauber anwendet. 5,5% sekundenlang. Bekommt er wohl mehr Schaden? 2500 Schaden oder so? Keine Ahnung. Getötete Gegner werden verletzt, andere Gegner. Schmerz. Herzschmerzattacke, ja. I feel fabulous. Mega den Buff für unser Viereck. Oh, nochmal Aphrodite. Ja, why not? Die würde ich gern Tag und Nacht sehen. Oh. Eieiei, ich kann mir direkt aussuchen, was ich haben will. Artemis oder Aphrodite? Ich nehme Artemis natürlich. Wenn ich schon den Bogen habe. So. Ja, Artemis Hilfe natürlich. Nehmen wir. Don't ever take me for some thoughtless nymph to be manipulated, dearest. I expect reciprocal devotion from you. Do you understand? Aphrodite won't appreciate this. Hat das jetzt wirklich Auswirkungen? Frage ich mich. Aua. Doppelaua. Alter Schwede. Oh, jetzt verfolgt mich so ein Herz oder was? Oh! Die ist voll sauer. Jesus. Vier Leben, ich will mein extra Leben jetzt nicht hier raushauen. Holy fuck. Jetzt bekomme ich doch beide. Geil. Okay. Holy shit. Die Kammerbelohnungen in Form von Herzen sind mir wert.
Okay. Dein Spurt fügt dem Ausgangspunkt Schaden des Typs schwach hinzu. Statusfluch schwach. Das Opfer fügt mindestens 3 Sekunden lang mindestens 50% weniger Schaden zu. Das ist nicht schlecht. Ja, nehme ich doch. Okay. Ares. Wieder Miniboss. Okay, jetzt sterbe ich. Also, einmal. Ich habe ja noch einen Revive. Ach, schon wieder der Scheiß. Dreieck Spam. Perfekt für den Boss. Oh! Bam. Easy. Ares haben wir auch schon einmal beschenkt. Aphrodite hätten wir beschenken können. Fuck. Aphrodite, Athene, Poseidon. Okay. Ich heb mir das mal auf für die anderen Götter, die ich noch nichts beschenkt habe. Nachdem du einen Gegner getötet hast, fügt dein nächster Angriff oder deine Spezialität mehr Schaden zu. 200%. Oh. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner in der Nähe Verderbnisse heraufbeschwören. Nach einem kurzen Augenblick erleidet das Opfer einen explosionsartigen Schaden. Ah, okay. 120. Dein Wurfschneider Klingensog. Ich nehme mal Blutrausch. Das klingt sehr stark. Nachdem ich einen getötet habe, Angriff oder Spezialität, 200% mehr Schaden. Alles klar. Habe ich eigentlich diese Challenge jetzt geschafft von Chaos? Oder ist das jetzt immer noch der letzte Raum hier? Ich traue mich nicht anzugreifen, sonst habe ich gleich nur noch 3 Leben. Geht auch so mit Dreieck. Easy. Man kann halt verschiedenste Builds herstellen, das finde ich ziemlich cool. Ne, ich habe das nicht mehr, okay. Ich habe es gerade ausprobiert. Boah, Alter, ich kann ja mit 2 Schüssen, wenn ich die gut platziere, richtig schnell töten. Oh, er hat ein Leben. Okay, jetzt gehe ich wieder auf Fernkampf lieber mit einem HP. Puh. Maximales Leben, okay. Let's go. Ich glaube, danach kommt Mac. Oder halt eine der, wie auch immer die heißt. Oh Gott, nein. Bitte. Bitte nicht. Dead. 45 Sekunden überleben. Mit 4 HP. Nani. Ich bin tot. Und wiederbeleben. Jesus. Diese Köpfe. Fuck off, mate. Oh, Junge. Sind das viele? Holy shit. Jesus. Oh, bitte leben. Nee. Kein Leben. Schade. Charon. Ey, vielleicht hat er Leben für uns. Maximales Leben nur. Besser als gar nichts.
Nehme ich noch das hier. Why not? Okay, Boss. Ah, wieder Mac. Lovely time getting to know each other. We laughed, we cried. My only regret was that you couldn't be there yourself. You don't know what you're saying. There's a reason that they're not permitted in the house. Though, come on. One of us is going back there now. Okay, Meg, los geht's. Jetzt habe ich einen Schadensbonus, glaube ich. Oh shit. Ich stelle mich auch gerade richtig scheiße an, muss ich sagen. Ja. Jesus. Oh Gott. Drei Leben. Holy shit. Puh. Mir tun auch immer die, also zumindest hier der erste Boss, Mac, tut mir immer leid. Weil sie mag uns ja eigentlich. Manchmal tötet sie uns, aber manchmal töten wir auch sie und das halt des Öfteren. Schon ein bisschen eine seltsame Beziehung. None other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. I barge where I please. Einkaufen, bitte leben. Oh, für 200 Münzen könnte ich sogar ein extra Leben wieder kaufen. Schade. Ja, gut. Switch ich mal zu dem 30% weniger Schaden von vorne, dafür 10% mehr von hinten Ding. Vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Also mit Bogen habe ich halt schon weit gespielt, deshalb bekomme ich nichts mehr Besonderes von den Bossen. Heißt, da haben wir gerade eben schon nachgeschaut. Ich würde sogar sagen, nach diesem Try hören wir auf für heute. Wir können ja nochmal spielen, kein Problem. Nächste Woche. Die anderen Waffen nochmal abchecken. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe aufs Spiel selber oder weil ich mehr Bock auf ein anderes Spiel habe, was ich nicht streame. Und zwar spiele ich gerade wieder Dragon Age Inquisition. Habe ich damals zum Release gezockt, also vor, ich glaube, 4 Jahren oder 5. Fand das ganz cool so. Jetzt habe ich das in der Game of the Year Edition, also vor 2 Jahren mal Game of the Year Edition gekauft für 13 Euro. Habe es jetzt erst angefangen wieder. Ich finde das mega nice. Ich habe jetzt schon fast 40 Stunden gezockt und ich habe gefühlt noch nie vielleicht ein Fünftel des Spiels durchgespielt oder so ein Viertel vielleicht. Und ich finde einfach den Content mega nice. Das Gameplay ist eigentlich wie bei Diablo, nur halt in der Third Person.
Mit 4 Leuten. Ja, da habe ich gerade mehr Bock, deshalb denke ich, machen wir nach diesem Run Schluss für heute. Soll ich jetzt ein Upgrade für eine Fähigkeit haben oder ja, doch. Reicht doch erstmal für den ersten Eindruck, so für alle, die das noch nicht kennen und das zufällig bei mir gucken. Und wer weiß, vielleicht kommentiert ja mal jemand das Video. Irgendwie, oder halt im nächsten Stream mal darauf ansprechen, weil das Video jetzt selber, also als VOD auf YouTube, kommt ja erst Mitte November raus. Für alle, die es nicht wissen, ich lade die Streams, die ich ja täglich mache, bisher zumindest noch, alle 2 Tage auf YouTube hoch. Also, ich habe jetzt schon bis Mitte November Sachen im Plan hochgeladen. Oh mein Gott, was geht hier ab? Holy shit. Jesus. Die blauen Typen nerven aber auch richtig hart. Oh Mann, noch mehr Schaden für meine Vierer-Attacke wäre krass. Ja. So, das war was nochmal? Das war ein, vielleicht, ich glaube, das ist sogar ein zufälliges Event. Muss nicht unbedingt bei dieser einen rauskommen. Ich gehe aber zum Shop, ich habe 200 Münzen. 230, fast. Okay, Leben. Ah, hier ist Leben an sich. Okay, das will ich haben. Und dann würde ich sagen noch Zeus. Why not? Ja, das ist ziemlich cool. Wird dein Gegner, also der, der mir Schaden macht, kriegt 80 Schaden als Gegenleistung. Oder mein Wurf mal verbessern, weil ich benutze den ja gar nicht, weil der so scheiße ist, standardgemäß. Ah, hier krieg ich so einen Schicksalsteil. Nimm ich das. Why not? Habe ich dir schon was gegeben, Charon? Ja. Oh, Artemis, aber auch ein Boss. Ist das jetzt die Hydra vielleicht? Nein. Ach, hier, das Ding. Okay, let's go. Ich habe bisher mein Beischer noch gar nicht benutzt. Werde ich auf jeden Fall beim Boss machen. Easy. Oh, das war geil. Alle getroffen. Easy. Bogen habe ich, glaube ich, bisher echt am meisten geschafft. Ich drücke immer auf die Taste. Artemis habe ich auch, okay. Alles neu. Dein Wurf sucht Gegner und hält und hat eine 10%ige Chance, kritischen Schaden zu verursachen. Und 30% mehr Damage, okay. Deine kritischen Effekte fügen noch mehr Schaden hinzu. Dein Götterzähler lädt sich schneller auf, wenn du kritischen Schaden verursachst. Das klingt irgendwie nicht so geil von dem, was ich da sehe. 0,35%. Mein kritischer Schaden ist ja, wenn ich jemanden töte und dann jemanden angreife. Dann habe ich kritischen Schaden. Das ist ja bei 200%. Ich nehme einfach mal dieses Werf, also dass ich mal einen besseren Wurf habe. Dann benutze ich den jetzt auch mal. Such Gegner heim. 30% mehr Schaden, 10% Crit oder so. Nicht schlecht. No one's here.
Oh, nice. Das ist ein sehr schöner Raum. Kein Gegner, Heilung. Geil. Wir müssen eigentlich gleich bei der Hydra sein. Ich schätze jetzt einfach mal der nächste Raum. Ich weiß nicht, ob es eine feste Anzahl immer ist oder wie das gemacht wird. Keine Ahnung. Easy. Wer will, Alter? Ah, shit. Ich werde voll oft getroffen jetzt. Nein! Bitch. Alter. Ey, die Typen, die außerhalb des Bildschirms einfach schießen, das ist so unfaire Scheiße. Ich kann das auch nicht. Glaube ich. Ich habe nicht so eine Range. Mein Gott. Okay, Shop. Da könnte ich mir wieder was kaufen auf jeden Fall. Aber wenn ich schon direkt das Upgrade für eine Fähigkeit bekomme, dann natürlich das. Hm, 15 Sekunden lang mehr Schaden zu. 8% mehr Schaden. 30% mehr. Oh. Oder der Wurf wird ziemlich gut verbessert. Dann, ja, ich glaube, dann benutze ich den wirklich sehr oft. So. Ich glaube, da war jetzt ein Boss-Symbol. Das kommt jetzt, glaube ich, wirklich. Die Hydra. Easy, ich muss gar nicht ran. Boah. Knallt das rein bei den Dreiecksattacke. Holy shit. Also die Spezialität halt. Ah, ich muss den Kopf treffen, okay. Aber weil die so einen großen Kopf haben, trifft das halt alles. Also fast. Holy shit. Nur aufpassen mit den Gegenangriffen. Habe ich schon ein paar Mal zu oft treffen lassen. Bisher läuft's. Ich würde mal gleich meine Fähigkeit aktivieren, mein Beistand, wenn ich das voll ist. Dann müsste das eigentlich mega den Damage machen. Jetzt. Boah. Okay, zwei direkt weggehauen. Alter, knallt das rein. Ey, Bogen ist einfach meine Lieblingswaffe, muss man einfach sagen. Ich habe mit dem bisher am meisten geschafft, weil er einfach so stark ist. Klar, ich habe viel kassiert. Ich hätte das auch viel besser spielen können, aber. Naja. Jetzt sehen wir heute noch die dritte Ebene. Gegen Ende. Auch nicht schlecht. Heilung. So. Einkaufen. Sofort 23 Dunkelheit für 17 Münzen. Nimm ich mit. Let's go. Closer.
So, das ist jetzt die Ebene, die ich noch nie geschafft habe, die dritte. Weil der Boss ziemlich stark ist, finde ich. Let's slay some heroes, then. Elysium. Wow. Yep. Waffe verbessern klingt auch mal ganz cool. Gerne. So, noch einer? Da muss man aufpassen, also die haben so eine Art Geist, wenn der wieder zur Waffe kommt, werden die wiederbelebt. Also schnell töten. Ich glaube, zu irgendeiner Waffe reicht auch, nicht nur zu der eigenen. Halte Angriff, um schnell zu schießen, aber ein Powerschuss ist nicht möglich. Oh. Also kann ich jetzt so eine Art Dauerfeuer machen, aber ich kann nicht mehr so einen aufkleinen Schuss machen. Dein Angriff feuert 3 Schüsse in einem Streumuster. Okay. Dein Angriff fügt Gegnern in der Ferne plus 300% Schaden zu. Also sprich, wenn ich meine Range maximiere. Boah, ich habe dann eine Fernkampfattacke mit dem Viereck und eine Nahkampfattacke mit dem Dreieck. 3,5% mehr Schaden ist schon insane. Oder ich nehme den Streuschuss. Ich habe aber im Grunde schon eine Streuattacke, aber naja, ist eher auf Nahkampf gut. Ich nehme mal den Dreifachschuss. Ist, glaube ich, ziemlich gut. Thanks, Daedalus. Okay, so ist das. Nee, kein Bock. Leben oder Aphrodite? Also Leben maximieren, also erhöhen oder Aphrodite. Wie ging das nochmal mit meinen Fähigkeiten? Wait. Ach ja, Share-Taste. Was habe ich denn von ihr? Ich habe das hier. Diesen Schwäche-Effekt. Ich meine, der Angriffsschaden an sich ist 70% gestiegen. Das ist schon insane. Dann das hier. Das benutze ich fast gar nicht. Und der Rest ist eigentlich Dionysos. Artemis. Ja. Ich nehme Leben. Oh ne, ich hasse diese Wagengegner. Bäh. Ich hätte lieber den 300% Schaden genommen auf Range-Maximierung, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste nicht, dass es so weit auseinander ist. Naja. Fürs nächste Mal. Eigentlich wären die schnelle Aggro und fahren richtig auf mich zu, aber irgendwie jetzt gerade nicht so. Die halten noch alles mehr aus. Noch mehr Leben, Alter. Oder. Oh, das ist so ein Brunnen. Cool. 50 Leben. Ja, Siggi, Alter. Okay. Ich würde sagen, dieses zufällige Teil
Die Begegnung mit einem NPC. Moss-covered chambers, carved of stone, stand untold numbers of eternal monuments in tribute to the greatest heroes which mortality can offer, there to honor them in life as well as death. This place is near as gloomy as the house. Well, kenn ich den? Go on, stranger. Nee. Plenty more shades looking to fight with you out there. I'm just passing through. You seem less warlike than the rest. May I ask your name, sir? I'm Zagreus. Names are there to be forgotten, stranger. You shouldn't be here. May the fates favor your journey. But just in case they don't, here, why don't you take this? Naja, dieses Leben ist schon ziemlich cool, falls ich echt viel verliere, so, ja. Oh, alle Ladung von Todesverachtung. Sind wir schon mal gestorben? Ich nehme es einfach mal zur Sicherheit. Ah ja. Kann ich nicht mit dir reden noch irgendwie? Nee? Okay. So, Shop, wir haben viele Münzen oder ein Kampf für Zeus-Fähigkeiten, aber ich nehme die in den Shop. Habe ich mehr Auswahl. Artemis, let's go! If you're quite done with shopping, Zagreus, what say we cut straight to the chase from here? Der Götterzähler lädt sich schnell auf. Ja, okay, das hatten wir schon mal. Deine kritischen Effekte fügen noch mehr Schaden zu. Deine Gegner werden verletzt, wenn deine Würfe oder Wurfattacken aus ihnen entfernt wird. 100 Schaden? Alter. Ist nicht so schlecht. Ja, nehmen wir das. Edelsteine. 20 Stück. Ja, komm. Oh, nächster Raum nochmal Artemis. Oh, entweder nur Artemis oder für den Boss Artemis und Aphrodite. Natürlich beides. The vast and multitudinous riches of both the surface and the underworld are hoarded by the river boatman Charon, whose services are often tendered to the wealthiest within Elysium. He really gets around. Let's go. Double Trouble. Ich muss mir jetzt eins aussuchen und dann wird der andere pissig. Ja, ja, okay. I get it. It's okay. Also ich habe beide. Oh, ich habe beide schon. Nee, jetzt will ich wirklich. Oh. Scheiße. Ich kann das wechseln. Dein Angriff ist kraftvoller. Nee. Jägerinstinkt. Markierung plus 30%. Oh, das ist cool. Ja, okay, jetzt wird Aphrodite wieder pissig. And here I was beginning to think that we had something special going. No, look here, little godling. Let me save you lots of future suffering. I happen to be the jealous type. Okay, let's go. Was schmeißt man entgegen? Oh, die Typen. Als Elise. Okay. Oh oh. Und so ein Herz, das mich verzaubert. Alles klar. Oh shit. Nope. Alter Schwede, ist das viel Schaden, den ich hier abkriege. Aber ich habe dieses Perk, dass ich mich 30% heile nach dem Raum. Also, alles gut.
Alter. Diese Herzen, ey. Ah, noch mehr Scheiße. Herzschmerztusch. Oh mein Gott. Ich würde das austauschen mit dem. Denn Spezialität ist kraftvoll, an 20% schusskritischen Schaden zuzufügen. 74% mehr Schaden und hier kriege ich 185% und halt keinen kritischen Chance-Schaden. Ach du Scheiße. Das ist ja viel besser, was sie mir anbietet. Ist ja heroisch, ist ja die höchste Stufe. Let's fucking go, Alter. Yo, holy shit. Pinke Pfeile. Okay, Münzen oder ein Bossraum für Ares. Ich habe mit Ares noch gar nichts am Hut gehabt bisher. In diesem Run. Ich würde eher Münzen nehmen. Dann nochmal darauf hoffen, dass wir einen Shop bekommen eventuell. Boah, ist der stark. Oh shit. Jetzt komme ich mir wieder vor wie in Ebene 1. Mit dem Schaden. Schilde. Hm. Holy shit, machen die Schaden. Ah! I'm a bit scared, man. Holy shit. Stirb! Schildmann. Holy fuck. Ich brauche Leben. Oh, Leben. Oh, eine Verbesserung für eine Fähigkeit. Hm. Fähigkeit. I'm greedy. Ich habe ja noch dieses Perk, glaube ich. Nee, doch nicht. Scheiße. Okay, ich habe starke Pfeile. Noch mehr? Ja. Oh. Geh weg! Boah, du explodierender Bastard! Boah, Alter, ein bisschen stressig. Mehr Schaden. Ach du Scheiße. Alter, ich krieg einen 32%igen Schadensbonus nochmal auf meine Dreiecksfähigkeit. Ja, sicher. Oh, ein Gesöff. Nehme ich gerne. Lieben gerne. Ich hätte gerne Leben. So ein bisschen. Oh mein Gott, Schild Boys. Okay, jetzt sterbe ich. Ich sterbe. Das war's. Ich muss jetzt richtig vorsichtig spielen.
Ach du Scheiße. Okay, das macht Schaden, auch wenn es von vorne kommt. Nice. Oh Junge. I'm a bit scared, man. Okay, so kann ich das machen. Einer ist weg. Okay, geht eigentlich. Ich habe aber auch wieder Schaden bekommen jetzt. Oh shit. Oh shit. Das war es gleich, glaube ich. Obwohl, wir haben noch ein extra Leben, stimmt. Habe ich mir wieder gekauft. Oh Mann. Stirb, stirb, stirb. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Jetzt habe ich das nicht mehr für den Boss. Oh Mann. Ach, das ist gar kein Schildboy, das ist ein Pfeilboy. Ich habe leider mein zweites Leben verloren jetzt wieder. Scheiße. Shop oder Leben erhöhen? Ja, ich gehe natürlich zum Shop. Ich will Leben kaufen. Ich habe 280 Münzen. Ich kann mir aber noch was anderes holen. Irgendwas geht. Irgendwas geht auf jeden Fall. Ah, nichts, das Leben gibt jetzt sofort. Aber ich kann mir Zeus und eine Verbesserung kaufen. Alter. Kurz bevor du getroffen wirst, tritt ein Blitz ein, Gegner in der Nähe. Okay. Dein Götterzähler lädt sich schneller auf, wenn du Schaden zufügst oder nimmst. Oh, das ist ja übertrieben gut. Alter. Dann noch eine Verbesserung für eine Fähigkeit allgemein. Angriff an sich. Der Schaden wird erhöht von dem Pfeil, den ich beschwören kann. Schaden an sich. 14% mehr ist gut. Ja. Ich hätte gern Leben gehabt, aber naja. Dann halt nicht. So, jetzt kommen wir zum Boss. Den ich bisher noch nie geschafft habe. Ich habe nur 92 Leben. Ich würde sagen. Alter, schluck auf. Wir sind gleich durch. mit dem Stream. Ja. Doppelboss. Such a thorough thrashing by us last time. You know full well that wasn't a fair fight. Face me yourself and we'll see how you fare. Silence, you monster. I'll hear no more such wicked lies, half-truths, or quarter-truths. You, however, soon shall hear my blessed spear. Specifically, the sound it makes whilst sliding into your exposed midsection. Defend yourself! Ich glaube, Theseus war stärker als der Minotaurus, deshalb versuche ich erstmal Theseus zu fokussen. Oh Gott, das war schlecht. Ah, fuck. Oh oh. Okay, meine Taurus-Boy muss ich echt im Auge behalten. Oh! Ah! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ach du Scheiße, war das gruselig.
was genau passiert? Oh Gott! Oh Gott! Poseidon? Please not! Holy shit! Nein, ich hab verkackt! Okay, noch ein Treffer und dann bin ich tot. Ich hab ein bisschen Schiss. Ah, Minotaurus Boy, Hilfe! Nein! Na, der Kampf ist ein bisschen stressig. Aber ja. Jetzt gucken wir uns nochmal hier um, was die so zu sagen haben. Ja, der Stier. Alter, mit diesem Angriffsrush, das war ja übel. Gruselig. Sorry, no. Oops. Good to see old Orpheus is back with us. He hasn't changed a bit. Was he always like this? I'm guessing not. Never knew him when we were alive. But since we met, he's always been the melancholy sort. The few times I heard him sing, though, it was beautiful. I'm not surprised your father's kept him here. Interesting. Oh, tough luck. Hab ich hier schon alle beschenkt? Ja, ihn auf jeden Fall. Den auch, die... Ja. Patroclus, so that's his name. Kenn ich überhaupt nicht. Skelly muss ich noch beschenken. Oh, okay. She is gone, boy. She is gone. You are never going to locate her. I thought you would have come to that conclusion for yourself by now. But apparently it must be said. You mean mother? How would you even know? You said reaching the surface was impossible as well, and I'm in striking distance. This is my final warning to you, boy. To cease this mindless quest. Or else the consequences shall be worse than what you have experienced thus far. Sorry, Father. I'm not afraid of you. Hey, Kerberos ist weg. Muss der hin? Gassi gehen, oder? So, Codex-Eintrag, breche den Codex von Gaben für jeden Olympia. Oder dieses Brunnen. Na doch, den Codex. Interessiert mich mal, was das jetzt genau bringt. Here you go. The more I know about the boons I'm offered, the better off I'll be. Jo. Habe ich jetzt legit einfach eine Liste von den Boons, die mir schenken können? Here, you know, when you're out and about. Makes me a bit self-conscious, truth be told. Seeing as ostensibly I'm the musician of this court. Look, if you decide to start strumming on that lyre again, I'm sure nobody here is going to mind. Though you take care, okay? If you insist, my friend. Can you tell me something more of Chaos, Nyx? I have a lot of questions. My place is not to speak too openly of Chaos, child. It is their own prerogative to tell you of themselves. I can say they are the eldest force within this world. Before them, there was nothing. Then where did... Never mind. We got off on the wrong foot from the start. Just what happens when you're born of Titan blood, I guess. It's for the best we haven't crossed paths much since. But they're your sisters, I mean, they're family. You must have something in common, some way of, I don't know, seeing eye to eye? You're more my sister than they are to me, Dusa. I don't always agree with Lord Hades, but I'm thankful that they're not permitted in this house. Hey, look, I understand. I really do. So then... Seriously.
There's more. Okay, ich verstehe leider nicht so viel. Ach ja, hier gibt's noch einen Shop-Händler. Die Schlüssel für diese Kristalle. Ich brauche, wie viel waren es? 10 für die neue Waffe? Oder ich kann Nektar verkaufen für 5 Schlüssel. Seems like a good deal. More keys for me. Schlüssel. Habe ich jetzt hier irgendwas abgeschlossen eigentlich? Ich glaube nicht. Ich muss noch einen kaphonischen Kollegen finden, der jetzt neu dazugekommen ist. Ich weiß nur nicht wer. Ich weiß auch nicht wo. Wie ich den finde. Ist er irgendwie auf der Map dann irgendwo? Keine Ahnung. Göttin, da weiß jetzt. Also, ja, gut, hier sind halt wie gesagt solche Quests, die halt Belohnung bringen. Oh, ich habe ja ziemlich viele Schatten, ziemlich viel Dunkelheit. Ich brauche 500, dann kann ich mir noch ein zweites, also ein drittes Leben sozusagen kaufen. Ziemlich cool. Who needs sleep? Ja, keine Ahnung. Sleep is for the weak. How many times has it been? Ich habe vielleicht doch nur 16 Fluchtversuche gemacht. Weil ich meine, wir sind jetzt knapp über 2 Stunden dabei. Ich habe jetzt, ich sage jetzt mal, 2,5 Versuche gemacht. Also ist das schon realistisch, dass ich erst 16 gemacht habe. Auch wenn es mir länger vorkam. Oder öfter. Also. Es kam mir wohl vor, als hätte ich mehr gemacht, aber es sind wohl doch nur 16. Aber ja, ihr seht schon, ein Run. Wie lange war ich jetzt da dabei? Für diesen bis Level 3 am Ende. Keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Eine Dreiviertelstunde ungefähr? Sowas? Ich denke mal, danach kommt noch eine Ebene. Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich noch nie weiter war. Aber so wie das aussah, kommt da noch eine, bis man dann raus ist. Eventuell noch eine fünfte. Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht. Aber ja, das war Hades. Obwohl, ich gehe noch kurz Skelly was schenken. Ich habe noch seine passive Fähigkeit da gar nicht bekommen. Hey, you're getting pretty strong there, pal. Though I am being paid to tell you that. But not being paid to not tell you that last part. Okay. I have to ask you something, mate. What do you even need the pay for, anyway? That, pal, is nobody's business but my own. Besides, it's impolite discussing money out of time. Now back to beating me to powder. Er hat doch eine Münze in seinem Mund. Nice. So, schenken. For you, mate. Thought you might get a kick out of this. For me, pal? Awful nice of you. Just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Glückszahn. Mmm, danke. Okay, falls sich das nicht ändert bis zum nächsten Mal streamen, werde ich dann den Speer benutzen. Hier ein paar Hiebe. So ein bisschen Mid-Range. Ich kann aufladen für so eine Attacke, ist auch ziemlich cool. Werfen und zurückrufen. Und natürlich so ein. Oh, das ist interessant. Schon eine sehr weite Range und so eine Art AOE-Angriff. Cool. Was macht denn der Zahn? Wusste, dachte. Bis zu 50 Leben werden automatisch wiederhergestellt, wenn deine Lebenskraft aufgebraucht ist. Einmal pro Fluchtversuch. Also ist das noch mehr extra Leben? Wollt ihr mich verarschen? Also ich habe jetzt ein extra Leben. Ich kann mir für 500 Dunkelheit noch eins kaufen und ich kann den ausrüsten, um dann noch eins zu bekommen. Und ich kann das natürlich verbessern, um noch mehr Leben zurückzubekommen. Das ist ja insane. Ich würde sagen, das rüsten wir fürs nächste Mal aus. Dann schaffen wir es vielleicht sogar, den Boss zumindest zu machen, den dritten Boss. Wenn wir noch mehr Versuche haben. Aber ja, das war's für heute erstmal. Das Stream geht auch schon 2 Stunden 10 Minuten. Wäre eh so angedacht gewesen, circa. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von Hades bekommen. Ich denke, wir spielen das auf jeden Fall nochmal. Spätestens nächste Woche Sonntag, also in einer Woche.
Oder heute ist Sonntag. Ja, genau. Also spätestens in einer Woche. Schaut auf jeden Fall in den Streaming-Plan vorbei. Ab morgen aktualisiere ich den immer für die kommende Woche. Und da könnt ihr das genauer verfolgen. Wenn da nichts steht unter der Woche, dann ist es Sonntag. Morgen werde ich weitermachen mit Ex Anima. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Danke fürs Kommentieren. Ihr wisst ja, wie es läuft. Auf YouTube auch mal vorbeigucken. Vielleicht ein Like oder ein Abo da lassen. Hier vielleicht ein Follow. Nur so. Und ja, dann noch einen schönen Tag, schönen Sonntag. Schönes Wochenende. Bye, bye.